Stellt euch vor, mit dem neuen Acer Aspire 725 Ultra Thin hier auf der IFA 2012. Das hier hat kein E-Klasse APU, sondern nur ein C-Klasse APU, C60 hier, also Dual Core, soweit ich schon weiß, von AMD. Integriert mit Grafik noch drin natürlich. 11,6 Zoll Display, also ähnlich wie das S206 von Lenovo, das allerdings schon eine E-CPU drin hat. Und ja, hier haben wir auch eine schicke Tastatur von Acer. Allerdings ist die etwas strange, denn wie ihr gemerkt habt, hier die linke Shift-Taste teilt sich den Platz etwas. Aber die benutze ich am meisten. Die rechte Shift-Taste etwas größer geraten. Ein großes Touchpad, Mausbuttons hier direkt bis zum Rand hin. Das finde ich gar nicht so schlecht. Der Akku ist tauschbar, werden wir aber gleich noch von unten anschauen. Wir haben hier Kopfhörer und Mikrofon in einem, USB 2.0, Strom und Kensington. Auf der Front haben wir noch ein paar Status-LEDs und auf der anderen Seite finden wir hier noch USB 3.0, HDMI, Netzwerk und WGA. Auf der Oberseite haben wir hier noch eine Webcam hinter diesem Papier, das leider jetzt gerade hier ein bisschen zugeklebt ist. Und wenn wir es zuklappen, haben wir von außen eine spiegelnde Optik, die allerdings nicht so wirklich Fingerabdruck anziehend ist, denn die Farbe hilft dabei etwas. Dann haben wir auf der Unterseite hier eine komplette Klappe, Serviceklappe, die ihr abmachen könnt für RAM, Festplatte und ähnliches zum Austauschen. Und wie gesagt, den Akku könnt ihr auch rausnehmen. Und den SD-Kartenleser habe ich hier gar nicht gesehen. Der klappt sich einfach nach unten auf, so wie es scheint. Oder den muss man hier genau komplett rausnehmen, damit ihr dann eine SD-Karte statt dem Dummy hier einfügen könnt. Und ja, jetzt seht ihr auch etwas mehr davon und da werden natürlich auch noch ein paar mehr Formate gelesen. Mein Name ist Bajka von LV, das war das Acer Aspire 725 Ultra Thin oder Netbook hier noch auf der IFA 2012. Kann man mit einer Hand nur schwer aufklappen, aber man kriegt's hin. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balaschka, danke, dass ihr zugeschaut habt.